ਔਰ ਚੀਟੀ ਮਰੇ ਪਹਾੜ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਚੀਲਨ ਗਈ ਚਮਾਰਗਾ ਨੌਜੂੜੀ ਤੁਰ Auch in Indien leben noch nomadische Völker, was die Regierung nicht gerne sieht oder besser sehen lässt. Das Gebiet ist daher für Touristen gesperrt. Kutzners sind mit einer Spezialerlaubnis dort Gäste. Wie so viele Nomaden leben diese Menschen von Viehzucht. Auch wenn sie nie ein Tier essen würden, sie begnügen sich mit Milch und Käse und mit der Wolle, die sie verkaufen. Das Bild erinnert daran, dass Indien als Heimat der Zigeuner gilt, eine heute nicht mehr korrekte Bezeichnung für nicht sesshafte Umherziehende. Geraucht wird selbstverständlich auch hier. Und alkoholische Getränke gibt es auch. Der Palmwein gehört unbedingt zu einer traditionellen Hochzeit, der Gond. Auch mit seiner Hilfe halten die Tänzer die vorgeschriebenen 3 Tage durch. Großzügig sehen die Menschen über die übliche Regel hinweg, dass wer nicht tanzt, eigentlich nichts zu trinken bekommt. Normalerweise gehen die sesshaften Murier unbekleidet, unter anderem, weil dort nie Touristen hinkommen. Angezogen sind sie nur wegen der Fremden mit der Kameras, auf Anordnung des Regierungsvertreters. Die Regierung sieht es auch nicht gerne, wenn man Leprakranke filmt. Schließlich gilt diese ansteckende Infektionskrankheit als längst heilbar und in Europa ausgerottet. Aber wie das so ist mit medizinischer Hilfe, man muss sie auch bezahlen können. Musik ist in ihrer Urform immer Rhythmus und nicht Melodie und hat meistens beschwörende Wirkung. Verkürzt auch die anstrengende Arbeit der Frauen an den Handmühlen.